In diesem Video wird Ihnen gezeigt, wie Kinder mit Sprachwelt 1 mit der Metrik der Sprache Erfahrungen sammeln, sich mit der Welt der Schrift befassen, sich mit den Lauten und den Buchstaben auseinandersetzen, diese zu Silben zusammenfügen, Silben lesen lernen und schließlich Wörter lesen und schreiben können. Die Kinder lesen die Bilder und lernen die Begriffe kennen. Was ist es? Was könnte es sein? Wie sieht es aus? Sie stellen sich Fragen wie: Ist es eine Fee oder eine Elfe? Ist es ein Frosch oder eine Kröte? Sie legen die Kärtchen aus, klatschen die Wörter und ordnen sie. Zum Beispiel legen sie Tiere zueinander oder Pflanzen oder Gegenstände. Sie ordnen auch nach ein- oder zweisilbigen Wörtern, wie Fee, Pilz, Maus, Fisch oder Marke, Kröte, Wagen, Ratte. Und falls die Fee eine Elfe ist, dann ist sie zweisilbig. Falls die Kröte ein Frosch ist, ist er einsilbig. Beim Klatschen der Wörter bauen die Kinder das Bewusstsein zu den zweisilbigen Wörtern aus. Es geht um die sogenannten trochäischen Wörter. Sie entsprechen dem nativen Muster der deutschen Wörter. Die Hauptsilbe ist betont, die zweite Silbe, die Nebensilbe, ist unbetont. Es geht auch darum zu erfahren, dass die einsilbigen Wörter wie Fisch und Pilz zu zweisilbigen Wörtern gemacht werden können wie Fische, Pilze. So wird die Metrik der deutschen Wörter spielerisch erforscht und die Kinder bauen zum Klangmuster Routinen auf. Marke, Wagen, Kröte, Fisch. Marke, Wagen, Kröte, Fisch. Oder Marke, Fisch, Kröte, Wagen. Marke, Fisch, Kröte, Wagen. Ideal ist, wenn die Kärtchen ausgetauscht und verschoben werden, um die Erfahrungen zu erweitern. Die Kärtchen werden ersetzt. Vielleicht kann die eine Kindergruppe die erste Zeile klatschen und sprechen und die andere Kindergruppe gleichzeitig die untere Zeile. Fee, Wagen, Maus, Fisch. Fee, Wagen, Maus, Fisch. Marke, Fisch, Kröte, Wagen. Marke, Fisch, Kröte, Wagen. Wenn die Kinder über viel Erfahrung verfügen, sind weitere Variationen möglich, beispielsweise indem Pausen eingebaut werden. Fee, Pilz, Maus, Fisch. Fee, Pilz, Maus, Fisch. Marke, Käse, Wagen. Marke, Käse, Wagen. Im Arbeitsheft Sprache erforschen 1 zählen die Kinder die Silben von Wörtern, auch von zusammengesetzten Wörtern wie Kinderwagen und auch von Wörtern, die nicht nativ deutsch sind, wie Trompete und Elefant. Die Kinder lernen den Unterschied zwischen lang- und kurz gesprochenen Vokalen kennen, wie Hase, Gabel, Schere. Beim langen Vokal ist die Hauptsilbe offen. Oder wie bei Mann, Lampe, Birne. Beim kurzen Vokal ist die Hauptsilbe geschlossen. Reimen macht Spaß und Reimen fokussiert die Nebensilbe. Die Kinder bauen ein Bewusstsein für den Reim auf, was die Freude an der Sprache beflügelt. Dieses Bewusstsein ist auch wichtig für das Lesen, denn beim Lesen lesen routinierte Lesende längst nicht alle Buchstaben und Silben, weil sie wissen, wie das Wort endet. Sie rufen den Reim im mentalen Lexikon ab. Reimkenntnisse sind folglich wichtig für das flüssige Lesen. Nachdem das Bewusstsein für die Silbe aufgebaut ist, geht es darum, Laute und entsprechende Buchstabenzeichen kennenzulernen. Die Kinder setzen sich mit den Buchstaben auseinander. Sie finden passende Gegenstände
und legen sie zu den ABC-Karten. Je nach Lern- und Entwicklungsstand zeichnen und schreiben sie zu den Buchstaben. Hier schreiben die Kinder zu den Bildern den passenden Buchstaben. Hier ist der Anlaut ein Konsonant. Im Arbeitsheft Sprache erforschen 1 wird der Vokal auch als Anlaut thematisiert. Im Arbeitsheft Sprache erforschen 1 kombinieren die Kinder Konsonanten und Vokale wie la, le, li, lo, lu, also offene Silben, oder san, sen, sin, son, sun, geschlossene Silben. Im Arbeitsheft Buchstaben setzen sich die Kinder mit Konsonanten und Vokalen auseinander und üben die Buchstabenform und den Schreibablauf. Sobald die Kinder ein paar Konsonanten und Vokale kennen, sind sie bereit, Silben zu bilden. Beispielsweise, wenn sie A, E, I und L kennen, la, le, li. Oder wenn sie alle Vokale kennen und weitere Konsonanten, la, le, li, lo, lu, ma, me, mi, mo, mu. Sie fügen Vokale und Konsonanten zu offenen Silben zusammen. Hier geht es um offene Silben, die Vokale sind also lang und deshalb ist es ein langes I wie bei fa, fe, fi, fo, fu. So können die Kinder Silbenverse erfinden. Ma, mo, mu, ziele, zahle, zu, piepe, piepe, pu, mo, ma, mu. Mit Hilfe von Silben erfinden die Kinder eigene Verse. Zum Beispiel so. Hi, he, he, mu, ha, fe, fe, pu, fa, po, po, su. Hier geht es um die offene Silbe. Dann sammeln die Kinder Erfahrungen mit geschlossenen Silben, wie san, sen, sin, son, sun, fal, fel, fil, fol, ful. Und sie erfinden eigene Verse nach dem Beispiel hier, mil, mel, mul, pil, pel, pul, kal, kal, kul. Mit Hilfe dieser Kopiervorlage entstehen viele lustige Verse, die vorgetragen, vertont, mit Instrumenten, zum Beispiel Körperinstrumenten, begleitet werden können. In Sprachwelt 1 sind Gedichte und Verse sehr wichtig, weil damit der Wortschatz und die Metrik der Sprache in den Fokus rücken. In der Spiel- und Lernwelt mit Versen und Gedichten, die Sprache erforschen, stehen mehr als 30 Gedichte zur Verfügung, die sprachspielerisches Handeln ermöglichen. Auch im Arbeitsheft Sprache erforschen 2 gibt es viele Gedichte, die zum lustvollen Sprachhandeln auffordern. Auf der Folie rechts sind Beispiele von Kindern abgebildet. Nachdem die Kinder mit den offenen und geschlossenen Silben Routinen erworben haben, verbinden sie Silben zu Wörtern und können lesen. Sie kennen ra, re, ri, ro, ru für das Wort Rabe, ra für die erste Silbe und ba, be, bi, bo, bu be für die zweite Silbe. Zusammengefügt ergibt es das Wort Rabe. Nun geht es darum, die Lesefertigkeit zu trainieren. Für das Training finden sich im Arbeitsheft Lesen zu allen 4 Baumustern Leselisten, hier zu Baumuster 1 und 2 und auch kurze Wörterlisten für das Sichtwort-Schatztraining. Links lesen die Kinder Listen zu den Baumustern 3 und 4, rechts lesen sie Listen mit IE und EI, I und I, SP und ST, SP und ST. Und auch Leselisten mit komplexen Silbenanfangsrändern wie gr und kr. Die Leselisten im Arbeitsheft Lesen sind eine Grundlage, um das Lesetraining individuell gestalten zu können. Dazu hat es im Leseflüssigkeitstraining viele Listen zu Wörtern,
zu Sätzen und Texten. Hier lesen die Kinder die Bilder und ordnen das geschriebene Wort zu. Unten schreiben sie N- und R-Wörter auf. Rechts geht es um die Textsorte Liste. Die Kinder schreiben Wörter zu einem Oberbegriff. Im Arbeitsheft Schreiben gibt es verschiedene Übungsformate zu Textsorten, bei welchen es um das Schreiben von Wörtern geht. Hier lernen die Kinder die Mindmap kennen. Auf dieser Seite schreiben die Kinder nach dem bekannten Spiel Stadt, Land, Fluss Wörter zu Oberbegriffen auf. Parallel zum Lese- und Schreiblernprozess dient der Forschungsbogen dazu, sich über die Buchstaben, Laute und die Schrift zu unterhalten, sich Gedanken darüber zu machen. Der Forschungsbogen Schrift wird im ganzen ersten Zyklus eingesetzt. Er ist ein Instrument zum Erforschen der geschriebenen Sprache, dient als Orientierungshilfe und als Erinnerungsstütze. Auf der Doppelseite 1 sind die Zuordnungen zwischen Buchstaben und Lauten der deutschen Sprache abgebildet, aufgeteilt in Vokale und Konsonanten. Auf der Doppelseite 2 befindet sich das Alphabet der deutschen Sprache. Die Groß- und Kleinbuchstaben sind in Basisschrift geschrieben. Daneben ist das Silbenmodell mit den vier Baumustern der trochäischen Zweisilber abgebildet. Schließlich sind die wichtigsten Interpunktionszeichen aufgeführt. Die Kinder lernen die Konsonanten als Anlaute kennen. Die Konsonanten sind nach artikulatorischen Gesichtspunkten gegliedert. Links die stimmlosen, rechts die stimmhaften Plosive, auch Verschlusslaute genannt. P, B, T, D, K, G. Die Frikative, auch Reibelaute genannt, bilden eine nächste Gruppe. Auch hier sind links die stimmlosen, rechts die stimmhaften Frikative abgebildet. S kann stimmlos oder stimmhaft sein, S oder S. Die letzten beiden Gruppen umfassen die Nasale, auch Nasallaute genannt, die Liquide, auch Fließlaute genannt, und die Affrikate Z und Q. Einem Plosiv, Verschlusslaut, folgt ein Frikativ, Reibelaut. Die Vokale werden als Silbenkerne der Hauptsilben trochäischer Wörter dargestellt. In der linken Spalte befinden sich die Langvokale wie A in Hase oder Ö in Löwe. Der Langvokal I wird mit IE geschrieben. In der rechten Spalte sind die Kurzvokale abgebildet wie A in Lampe oder Ö in Wörter. Oben rechts ist in der Nebensilbe der Schwa-Laut. Der Begriff Schwa stammt aus dem Hebräischen. Bei den Diphthongen wird die Kombination der vier Schreibungen dargestellt. Ei, oi, ei und au. Oi ist gesondert aufgeführt, weil diese Schreibung von au abgeleitet wird. Das Silbenmodell zeigt die vier Baumuster der trochäischen Zweisilber. Die Hauptsilbe wird durch eine fette Strichführung von der Nebensilbe abgegrenzt. Der Longvokal ist blau, der Kurzvokal ist rot und das Schwa ist gelb dargestellt. Die Hauptsilben können offen oder geschlossen sein. Offene Hauptsilben weisen einen Langvokal auf. Das Feld neben dem Vokal ist leer. Geschlossene Hauptsilben weisen einen Kurzvokal auf. Das Feld neben dem Vokal ist besetzt. In den Nebensilben ist das erste Feld besetzt. Im zweiten Feld befindet sich das Schwa. Auf der zweiten Doppelseite befindet sich zuerst das Alphabet, alle Groß- und Kleinbuchstaben der deutschen Sprache in Basisschrift und mit eingezeichneten Schreibabfolgen. Unten rechts befindet sich das SZ als Groß- und Kleinbuchstabe. Das kleine SZ lernen die Kinder lesen.
Als Beispiele von Sonderzeichen sind Vornamen in verschiedenen Sprachen abgebildet. Die wichtigsten Interpunktionszeichen sind in vier Gruppen gegliedert. Die syntaktischen Zeichen ordnen oder gliedern die Sätze. Die kommunikativen Zeichen dienen der Verständigung. Die Defektzeichen zeigen, wo der Text etwas auslässt und ein Zusammenhang fehlt. Das Leerzeichen, auch Spatium oder Wortlücke genannt, ist das häufigste Zeichen der geschriebenen Sprache. Es erleichtert das Lesen. Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern vielfältige Erfahrungen und spannende Entdeckungen beim Lesen und Schreiben lernen.